So I have a question, yeah? I ask girls, which body part of a man is the most sexy? Arms. Arms? Mm. Really? Yeah. Okay. And then dick. And then dick. Cause I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Let me see you go back. Let me see you come in. Now let me see you go back. Rapper-Papa, halt die Nachbarschaft wach mit der Squad aus dem Blatt. Negro, Kaffa, der Jack, den es klatscht. Uppercut, pop. Ein Toast of the Realness, man, nigga. Ich stoße nicht schon mit Fakes. I got you, nigga. Come on, let's do the intro, motherfuckers. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Servus, guten Tag. Tschüss. Hi, Mädels, alles gut? Tschüss. Könnt ihr Deutsch? Englisch? German. Okay, komm, I have a question. One question. How old are you? 18. 18. Okay, where are you from? Australia. Australia. Ach du Scheiße, Nigga, hast du gesehen? I like that, man. So, I have a question, yeah? I ask girls, which body part of a man is the most sexy? Arms. Arms? Mm. Really? Yeah. Okay. And then dick. And then dick. Cause I'm a boss ass bitch. Really? Yes. Okay, so it must be bigger one? Yes. Yeah? Yeah. What is big? My boyfriend. Ah, he's black too, huh? He's black too. Ah, where is he from? Africa? Ghana, yeah. Yes. I like that, man. Them African vibes, man. So tell him, wie sagt man Gruß? Greetings from Leon Lovelock. Okay. So have a nice day, yeah. Bye. Bye. Also ihr habt schon gemerkt, Freunde, was wir heute machen. Wir machen heute, welches Körperteil finden Frauen geil? Ganz gemütlich, man. Steig in den Wagen, sie drückt aufs Gas und die Lunte an, wir fliegen zum Mars, ey. Danke. Cool, Mann, kein Thema, Digga. Mach's gut, ne? Jo, ciao. Ich wünsch dir was, ey. Also, Freunde, lass loslegen, bevor das Intro wieder 3 Minuten geht und es wieder in den Kommentaren steht. Ah, ja. Let's do this, man. Entschuldigung, darf ich euch ganz kurz stören? Ja. Ich bin ein YouTuber, ja? Ich mach Straßenumfragen. Okay. Und ich stelle eine ganz wichtige Frage für die Männerwelt hier so in Deutschland. Alles klar. Darf ich euch kurz fragen? Ja? Nur eine Frage. Okay, und zwar frage ich Frauen, welches Körperteil sie bei Männern am geilsten finden. Das ist immer unterschiedlich, oder? Je nachdem, wie der Typ aussieht. Ja, gibt's nichts, wo du jetzt sagst, so, das ist, finde ich, am attraktivsten irgendwie so? Glaub, manche sagen hier so, manche sagen Hände, manche sagen Po. Das ist ja richtig oberflächlich. Ich finde so, ist das Gesamtpaket irgendwie, wie der Typ an sich wirkt. Ja. Jetzt nicht auf ein Körperteil irgendwie reduziert. Ja, aber kannst du mir nicht sagen, dass du nicht irgendwie ein Körperteil irgendwie sexy findest oder so? Aber, weißt du, ich meine, so, jeder hat doch Vorlieben irgendwie. Nö. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Gar nicht, oder? Nee, es ist, ich sag's immer, Gesamtpaket. Ja, das ist krass. Weil ich finde es sehr oberflächlich, den Gedanken. Ja, ist ja auch oberflächlich, aber wir sind ja auch alle ein bisschen oberflächlich. Man kann, ja, aber also, man soll ja dran arbeiten. Deswegen sage ich, nein, ich reduziere jemanden nicht. So wie du aussiehst, bist du auch oberflächlich auf jeden Fall. Weil, ja, danke schön. Ja, teilweise auf jeden Fall, weil du siehst gut aus, weißt du, ich meine? Kannst du durch mein Aussehen auf meine Persönlichkeit schließen? Nee, aber du machst dir Gedanken darüber, wie du aussiehst. Ja, aber das ist ja für mich selber, ich mach das ja nicht für dich. Genau, aber dann bist du ja für dich so ein bisschen oberflächlich. Das stimmt schon. Gadi! Ja, aber ich arbeite an anderen Dingen. Ja, ja, genau wie ich, mach ich auch. Ich hab mich verliebt, Bro. Ihr wart es, oder? Ja, okay. Alles klar? Hi. Hi. Servus. Hallo. Können wir vielleicht mit. Du weißt doch, Jubel erst, wenn es klappt. Vielen Dank. Ja, kein Thema. Macht's gut, ne? Schönen Tag noch. Danke. Ciao. I like that, man. Warte mal. So. Guten Tag, hallo. Welches Körperteil findest du bei Männern am geilsten? Ich stehe auf Arme und Sixpack. Arme und Sixpack? Ja. Was heißt Arme? Müssen dick sein oder? Die sollten schon definiert sein und ja. Allgemein kann man sagen, du stehst auf Muskeln bei Männern? Ja. Yeah, Junge, das sind Statements. Arme und Sixpack? Statements. Ja. Muss dein Mann Muskeln haben? Muss, ist das ein bisschen streng gesagt, aber es wäre also auf jeden Fall besser. Du würdest jetzt vielleicht auch einem Mann eine Chance geben, der jetzt keine Muskeln hat? Ja. Ah ja? Ja. Das finde ich gut. Du auch, ja? Ja. Do you like that? I like that. I like that, man. Fresh, okay. Vielen Dank. I like that, man. Tschüss.
Ja, alle zusammen, oder was? Ja. Hi, servus. Hi. Der Leon, hallo. Hallo. Guten Tag, hallo. Sollen wir ein Gruppenfoto machen? Ja, sehr cool. Stevie, stellt euch mal vor, sagt auch mal hallo bei ihm. Er ist mein Kameramann, er ist ein sehr wichtiger Mann in meinem Leben. Servus. Krass. Kurze Frage, bevor wir jetzt ein Foto machen. Wie alt seid ihr? 16, 17, 18. Okay, Frage an euch. Ich mache eine Umfrage. Ihr seid zwar ein bisschen jung, aber ich muss auch jüngeres Publikum ein bisschen abdecken. So. Und zwar frage ich Frauen, welches Körperteil sie am geilsten finden beim Mann? Warte. Die Lache kommt auf jeden Fall zweimal. Also von Kinn abwärts, ne? Die Arme. Ich glaube auch Arme. Die Arme. Ich glaube auch Arme. Ja, auch so Rücken ein bisschen auch. Rücken, ja? Ja, ich auch Arme, ja. Echt Arme, ja? Ah, nee, warte. Ich find's hier voll geil, wenn es so reingeht. Ah, okay. V. Ja. Aber Arme seid ihr schon einig mäßig, ne? Ja. Okay, geil. Dann machen wir noch ein Foto. Gib ihm mal ein Handy, einer von euch. Ah, warte, ich geh mal zur Seite. Zur Seite? Ach so. Wie meinst du? Vielleicht einfach. Werf kein Auge auf mich, besser schließ. Feierst du was? Cool, Mädels. Ja, kein Thema. Danke. Macht's gut, gell? Ciao. Schönen Tag noch. Immer schön artig bleiben, Mädels, gell? Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. I like that, man. Entschuldigung, die Dame. Ganz kurze Frage. Ich mach grad ein YouTube-Video, ja? Ich kenn dich, ich weiß. Echt, ja? Echt, ja. Woher kennst du? Ich hab dich gestern auf YouTube gesehen. Gestern? Ja, hast du mich entdeckt quasi, oder? Ja, so. Ich hab dich sogar abonniert, weil ich dich lustig fand. Nee. Ernsthaft. Was hast du im Video gesehen? Diese Sprüche, wie man Frauen anspricht mit diesem ganzen Bushido. Ja. Krass. Ja. Dann sind gestern auf mich gestoßen, ey. Heute sind wir hier. Ja. Heute bist du live in dem Video dabei. Oh Gott. Und zwar frage ich Frauen, was für ein Körperteil sie bei Männern am geilsten finden. Oh Gott, wenn ich ehrlich bin, der Bauch. Bauch? Ja. Wie muss denn der Bauch aussehen? Waschbrettbauch. Auf 100%. Sixpack und so? Ja, 100%. Okay, krass. Ja. Also so richtig krass Sixpack? Nicht dieses übertrieben Sixpack. Nicht dieses ganzen, wo die das ganze Sehnen sehen kann. Aber es soll schon sehr sportlich sein. So ist so okay wie bei mir? Ja, oder ist perfekt. Ja? Ich hab's doch schon gesehen. Ach so. Okay. Ja, und sonst noch irgendwie einen zweiten Favorit? Sein Lächeln. Also er muss echt dieses Lächeln haben und er muss groß sein. Groß sein, Sixpack haben und ein süßes Lächeln. Genau. Okay, cool. Wie ist dein Name? Maravilla. Ist dein Laden, ne? Ist das dein Laden komplett? Nee, sind wir, aber ist es nicht. Aber es ist ein super Laden hier. Ein super Laden, ne? Kannst du Werbung machen? Ja, wie heißt denn der Laden hier? Schmuckrausch. Kommt hier vorbei, wenn ihr die hübsche Dame hier sehen wollt. Wie oft bist du denn hier die Woche? Jeden. Die kommt am Morgen alle hier. Ja, jeden Tag. Ich bin jeden Tag hier. Echt? Ich bin auf Vollzeit. Also ich bin fast die zweite Stellvertretende. Oh, bist du jetzt Single, oder? Ja. Okay. Kannst du auch einen Aufruf sagen? Nein, oh Gott, nein. Das ist jetzt auch noch nicht. Nein, Spaß. War nur ein Spaß, nur ein Scherz. Cool, hey, vielen Dank für deine Meinung. Ja. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Dir auch. Ich stelle eine besondere Frage gerade. An alle Frauen, ja? Ja. Und das ist für die Männer so. Okay. Ja, ich will wissen. Das heißt, wir tun auch was Gutes, ja? Ja, ihr tut was Gutes. Das ist sehr wichtig für die deutsche Gesellschaft auch, okay. Ja, wenn ich das so sagen darf hier. Und zwar, welches Körperteil findet ihr bei Männern am geilsten? Ein Arsch. Oder hier, wenn die das, diese Muskeln hier unten. Mhm. Oh mein Gott, ja, doch. Feierst du, ja? Ja. Geil. Ja. Und du? Gar klein, wie sag ich das? Hier, Wangenknochen bei ihr. Oder nee, wie heißt es? Ja, aber wir reden eigentlich von Kinn abwärts. Ah, okay, alles. Was? Shoulders? Ah ja, okay. Ja. Aber bei dir war ein Statement, ich habe die Frage nicht mal zu Ende gestellt, da hatte ich schon Arsch gesagt. Welches Körperteil findet ihr bei Männern am geilsten? Ein Arsch. Statement! Geil! Ja, cool. Irgendwas Wichtiges? Nee, das war's schon. Vielen Dank, gell? Ja. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Ciao. Look at this. Kamera auf mich, Nigga, da ist eine Gang. Feierst du das? Feier ich, man. Mädels, kurze Frage. Welches Körperteil bei Männern findet ihr am geilsten? Servus. Hände. Hände? Ja. Hände? Ja, ja. Bauch? Okay, du? Findest du jetzt nichts gut beim Mann? Nee, ist mir eigentlich egal. Ist die Latte? Okay, und du? Ja, schon. Also es soll schon ein bisschen durchtrainiert sein. Durchtrainiert? Ja. Ja, was gefällt dir denn so am meisten jetzt? Arme, Rücken, Schulter? Rücken? Ja. Und du? Auch Hände. Hände? Ja. Wie müssen die Hände denn sein? So. Ich meine, also groß und so, wie soll man das erklären halt? Männlich also? Ja. Okay.
Dann schönen Tag noch, ne? Macht's gut. Viel Spaß. Ciao. Hände, Digga. Gemütlichen Rücken. Und, Do you like that, man? Fly den Dolphin. Jeez, sorry, bro. Okay, sorry. Du Arschloch, du. Okay, man. Warte. Mädels, kurze Frage an euch. Welches Körperteil bei Männern findet ihr am attraktivsten? Rücken? Ja. Heißt, wie muss der Rücken sein? Von und Rücken, weil, also was heißt weil? Der muss breit sein. Der muskulös. Muss so krass muskulös sein, aber er muss halt, es muss ein breites Kreuz sein. Es darf nicht so ein Lappen oder so ein Strich oder so. Muss schon männlich sein. Auf jeden Fall. Okay. So. Okay. Ja, so animalisch irgendwie so ein bisschen. Das hört sich vielleicht komisch an, aber. Ja, aber das, das weißt, kann, ich meine, schon, kann ich schon nachvollziehen. Ja, ja, ja. Ja. Ist ihr mein Rücken jetzt schon zu dünn oder? Nee, ist okay. Ist okay, ne? Ja. Geht noch durch? Genau. Kann man mitarbeiten. Kann man mitarbeiten. Genau. Alles klar. Was denn? Aber wirklich, er muss Beine haben. Beine? Ja, also. Wie müssen die denn sein? Nein, ich habe nicht mal. Er muss nicht mal trainiert sein. Es geht meiner Meinung nach nur darum. Bisschen Fleisch dran hat. Ja, also heutzutage sehen die alle so aus wie so Hipster mit Skinny Jeans. Skinny Jeans, Pferdeschwanz. Ja, ja. Nee, das ist nicht mehr männlich. Ja, finde ich aber gut, ey. Finde ich cool. Muss man schon noch ein bisschen Mann bleiben, ne? Das vermixt sich halt alles gerade so ein bisschen so. Ja. Frauen werden ein bisschen männlicher, Männer werden ein bisschen fraulicher. Das ist halt schade. Aber es gibt immer noch ein paar, die halt stabil sind, ne? Ja. Oder nicht? Ja. Cool, ey. Vielen Dank, Mädels. Macht's gut. Ich frage jetzt. Nico, Zufall, dass wir uns hier sehen, würde ich sagen, ne? Zufall, das hätte die filmen müssen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ne? Das kommt jetzt so, als ob das geplant ist, Digga. Kein Mensch glauben, dass wir uns zufällig getroffen haben. Ja, auf keinen Fall, Digga. Aber ist egal. Frage an dich, Digga. Welches Körperteil findest du bei Frauen am sexiesten? Ist eigentlich eine unnötige Frage jetzt bei einem Latino, aber lass mal raus. Nein, ich bin, also ich, Mann, Digga, ich hab Fans, Mann. Ich kann jetzt nicht hier was Falsches sagen und dann beleidige ich irgendwelche Frauen, weißt du, ich find's dann angegriffen. Ja, okay, aber du kannst aber ja einfach ehrlich sein, also weißt du? Jetzt so ganz oberflächlich so. Ja, so von Kinn abwärts, weißt du, ehrlich, wirklich so oberflächlich, nur vom Körper her so. Stupide, ich stehe echt auf schlanke Frauen mit einem sehr hübschen Gesicht. Das ist so das A und O. Ist so dein Ding, oder was? Ja, also ich sage jetzt nicht, du musst krassen Arsch haben oder fette Titten oder was auch immer, sondern es muss einfach stimmen. Ja. Aber ich habe auch Frauen gesehen mit kleinen Brüsten und nicht so riesen Booty, die wunderschön sind. Ja, ja. Geile Antwort, Digga. Na, besser hätte ich es nicht sagen können, Digga. Ja. Fresh, man. I like that. I like that too, man. Ey, Freunde, wenn ihr sehen wollt, dass ich mal Männer befragt, was ihr bei Frauen am Geiste findet, dann Hashtag Nico Nuevo in die Kommentare. Oder? Ja, Mann. Okay, Mann. Wir drehen jetzt demnächst das Musikvideo. Puff. Au, oh, darf ich das schon sagen? Nee, ne? Wann kommt das raus? Doch. Morgen. Das kommt morgen raus. Das kommt morgen raus? Ja. Dann sagen wir einfach, wir drehen ein Musikvideo, was demnächst online kommen wird. Okay. Können wir schon mal irgendwas dazu verraten? Gibt es irgendwas, was wir sagen können? Ich bin ein Bad Boy und hinter mir ist die City. Nur noch Versace bin ich und die Gucci Bulli so wie Biggie. Oh shit, man. Ganz gemütlich, Leute. Auf jeden Fall seid gespannt. Link wird dann auch in der Beschreibung sein vom nächsten Video. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier das Outro, oder? Ja, Mann. Wir sehen uns im nächsten Video. I feel it, man. Geil. Ey, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Be unique. Dabei ist alles Nico Nuevo. Ganz gemütlich, Mann. Peace. Was macht ihr?